Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute gibt es was ganz Besonderes und ich freue mich riesig. Es ist eine Art Unpacking, aber ich habe das nicht alleine gemacht, sondern die liebe Sandra von Being Sandra hat das Ganze ins Leben gerufen. Und zwar geht es um ein Booktuber-Wanderpaket. Es war schon bei ganz, ganz vielen Leuten und nach mir geht es natürlich auch noch weiter. Ich verlinke euch alle Mädels, die mitmachen, unten in der Infobox mit den Kanälen und wenn ich es schaffe, dann auch mit den passenden Videos dazu. Ich habe das ganze Paket von Anna bekommen. Ihr Video findet hier oben unterm i. Genau, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe schon mein Messer bereit und das Paket steht hier unter mir. Ich werde es jetzt gleich mal hochheben und aufmachen und dann gucken wir gemeinsam rein. Also, so sieht das gute Stück aus. Ich werde euch die Bücher einzeln zeigen. Viel sagen werde ich dazu nicht, sonst sprenge ich hier den Rahmen. Genau, ich zeige euch die Bücher und die Bücher, die ich nachher wieder reintue, beziehungsweise die Bücher, die ich mir aussuche, da werde ich dann genaueres dazu sagen. Wenn ihr sehen wollt, was Anna eben sich ausgesucht hat, dann guckt gerne bei ihrem Kanal vorbei. Ich weiß es auch noch nicht und ich bin auch mega gespannt, was quasi so ganz am Anfang im Paket drin war, als es bei Svenja gestartet ist und was dann am Ende noch drin ist, wenn es wieder bei Svenja ankommt. Das finde ich irgendwie mega cool und ich bin absolut aufgeregt. Genau. So, die Karte ist von Anna, die werde ich mir gleich durchlesen. Und sie hat mir hier auch zwei Kleinigkeiten mit reingepackt. Richtig süß. Die werde ich nachher auch noch aufmachen. Hier haben wir als allererstes ein CBJ-Buch, Unser letzter Sommer. Das scheint so eine Art Jugendsommerroman zu sein. Wow, was für eine grandiose Schlussfolgerung, Lisa. Dann haben wir hier einen Thriller, The Couple Next Door aus dem Bastei-Löwe Verlag. Dann ist hier angekommen Die Magie der Namen aus dem Piper Verlag. Ich bin böse. Psychologischer Spannungsroman. Das ist ja eigentlich so gar nicht meins, aber ich werde ja gleich nochmal die Klappentext durchlesen und dann werde ich mal gucken, was ich mitnehme. Der Pavian, auch ein Thriller. Oh, ich glaube, das werde ich direkt behalten. Meistens kommt es anders, wenn man denkt, von Petra Hülsmann. Und das ist tatsächlich eines der Bücher von Petra Hülsmann, das ich noch nicht gelesen habe. Aber ich liebe Petra Hülsmanns Bücher. Ich finde die so toll. Ich finde die so humorvoll. Ich höre die auch mega gerne als Hörbücher im Auto, weil ich die immer so gut vertont finde. Das würde mir dann tatsächlich auch in meiner Reihe fehlen. Also, das wird wahrscheinlich hier bleiben. Dann haben wir hier noch Bound to Suffer. Ja, Band 1 der Dilogie. Aber um was es hier geht, es sieht irgendwie ein bisschen nach dunkler Fantasy aus. Kann ich das erkennen? So, und dann haben wir ja nochmal drei Schätze. Und zwar Feuerschwester, auch ein Thriller, scheint aber eher so ein Jugendbuch-Thriller zu sein. Das ist aus dem Ravensburger. Dann haben wir Frank Schlenders, ich kann es nicht sagen, Mitsukoshi. Das sieht so aus. Spielt in Japan 1543. Und dann haben wir hier noch Indigo Sommer von Antje Beben der Erde. Oh Gott, Kathi wird mich killen. Also Kathi von Kathis Kopfkino. Von der weiß ich, dass sie die Autorin ganz, ganz toll findet. Und ich schäme mich, dass ich es nicht sagen kann. Genau, das haben wir hier noch drin. Dann ist hier noch so ein bisschen Füllstoff drin. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich werde jetzt die Kamera quasi ausschalten, werde mir überlegen, was für Bücher ich mitnehmen werde, was ich behalten werde. Zeige euch das dann, was ich behalte und was ich wieder reinpacke. Also, bis gleich.
bin eher so der Aufreißer, wie man vielleicht hört. Oh, wie süß. Oh nein. Anna, wie süß bist du denn? Das habe ich tatsächlich neulich noch gesehen und habe überlegt, ob ich das mitnehme. All you need is love and a cat. Also, wenn ihr vielleicht meinen Instagram-Account auch noch verfolgt oder eins meiner letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich zwei Katzen habe. Und zwar einmal den kleinen schwarzen Mukli und einmal einen grau getigerten Fussel. Wenn ich das nicht vergesse, blende ich euch hier mal noch ein Bild ein, damit ihr das seht. Und sie hat mir eben hier ein Lesezeichen dazu geschickt und ein Google-Schreiber. Ist denn nicht süß? Oh, das ist richtig süß. Oh, da freue ich mich richtig drüber. Das ist richtig, richtig witzig und richtig passend irgendwie. Also, Anna, das hast du großartig gemacht. Und jetzt gucken wir uns noch Wellness an. Sie hat sie auch extra nochmal eingepackt. Genau, das mache ich jetzt auch mal auf. Das ist ja witzig. Ach Gott, süß. Also hier ist eine kleine Handcreme. Dann haben wir eine kleine Bodycream. Ein Duschgel. Ein kleines. Und, kann man das erkennen? So ein Glowgel. Also ich vom, also so ein Hautöl, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Es riecht auf jeden Fall alles mega lecker und danke, Anna. Danke, danke, danke. Das ist so süß. Wirklich. Oh. Ich habe mich für drei Bücher entschieden. Drei Bücher dürfen hier bleiben. Ganz klar natürlich Petra Hülsmanns. Meistens kommt es anders, wenn man denkt. Wie gesagt, ich habe es ja schon beim Auspacken gesagt. Ich liebe ihre Bücher einfach und um das schleiche ich tatsächlich schon eine Weile rum. Die anderen beiden habe ich immer als Mängelexemplare mir gekauft und dachte mir, naja, das wird es vielleicht auch irgendwann mal in einer Krabbelkiste geben. Jetzt habe ich so und ich freue mich wahnsinnig darauf. Dann habe ich mich für Feuerschwester aus dem Ravensburger entschieden. Das ist tatsächlich so ein Jugendthriller, aber es geht um Zwillingsschwestern und die eine hat bei einem Brand Freund verloren und kam mit der Situation nicht zurecht. Sie kann sich nicht erinnern und wurde deshalb in diese Klinik eingeliefert. Ihre Zwillingsschwester, die wohl schon immer labil war, sage ich es einfach mal, ist wohl auch in der Klinik und ich vermute mal, dass es da zu irgendwelchen Verhängnissen kommt zwischen den beiden und es klingt irgendwie interessant und dadurch, dass es ein Jugendthriller ist, ist es vielleicht auch einfach was für mich. Ich bin ja eher nicht so der Thriller-Leser. Ich lese ja eher, wenn dann Romane oder halt so Kriminalbücher. Und dann dachte ich mir, dann ist das vielleicht mal was so zum Rantasten. Und ich muss auch ehrlich sagen, also zu dem Buch hätte ich wohl in der Buchhandlung eher nicht gegriffen, aber so bekommt es definitiv eine Chance. Und dann nehme ich noch mit das unaussprechliche Buch, denn es geht um Japan und es geht um die Samurai und es interessiert mich eigentlich so von der Thematik schon. Ich finde es sehr interessant. Es ist halt historisch angehaucht, dadurch, dass es 1543 spielt. Der junge Samurai auf den Weg macht, weil sein Lehrmeister gestorben ist. Ja, es klingt irgendwie einfach interessant. Es lacht mich an und ich dachte, es ist vielleicht für mich eine ganz gute Mischung, so eben aus Histo und aus Jugendbuch. Ha, hier haben wir eine der Katzen. Das ist Fussel. Fussel, tu dich hinlegen. Komm. Er möchte nicht. Genau. Also dafür habe ich mich noch entschieden. Die drei Bücher dürfen hier bleiben. Und wenn Fussel sich vielleicht hinsetzt, nein, er legt sich sogar hin, dann zeige ich euch gleich noch, welche drei Bücher ich wieder in das Paket tun werde. Genau, ich habe mir natürlich überlegt, wer kommt noch nach mir. Was lesen die ganz gerne? Es ist relativ viel Thrill drin, deswegen werde ich meine aussortierten Thriller nicht mehr reinpacken. Also ich hatte ein paar hier, die ich komplett ungelesen aussortiert hatte. Und zwar haben wir einmal das Sonntagsmädchen. Das habe ich mal bei meiner Oma abgestoppt. Die wollte den ganzen Karton Bücher wegschmeißen. Habe ich gesagt, Oma, die schmeißen nicht weg, ich nehme die mit. Ist da auch dieses Jahr eingezogen. Allerdings stand es jetzt hier wirklich einige Zeit und als ich aussortiert habe, habe ich es mit rausgenommen und habe gedacht, okay, das ist vielleicht was fürs Paket, denn es ist halt so ein, ja, ein Roman halt einfach. Ich lese euch ganz kurz den Klappentext vor. Immer sonntags öffnet die herrschaftliche Villa in Marseille ihre schmiedeeisernen Tore und wird zum Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle, die aus allen Ecken des Landes herbeiströmen. Auch der junge Maler Gabriel Lampert macht sich auf den Weg nach Südfrankreich.
Doch es ist das Nachbarhaus, das ihn schon bald in seinen Bann zieht. Denn dort wohnt ein Mädchen, dessen Schönheit ihn vom ersten Augenblick an fesselt. Ein Mädchen, für das er alles zu tun bereit ist. Koste es, was es wolle. Dann habe ich mich dazu entschlossen, Wenn die Dunkelheit endet, einzupacken. Denn das ist ja so eine Mischung aus so einem Liebesroman mit ein bisschen Fantasy und ein bisschen so historisch. Das heißt, es könnte eigentlich für jeden was sein. Und ja, das Buch ist natürlich auch noch in einem super Zustand. Ich habe das einmal ja gelesen. Ich fand die Geschichte gut, aber es war halt nicht so, dass ich sage, ich muss es unbedingt hier behalten. Und dadurch, dass es halt auch wirklich 5-Sterne-Rezensionen auch auf Instagram und so weiter gab, dachte ich mir, okay, vielleicht findet es ja wirklich jemanden, bei dem es dann für immer bleiben darf, der es so toll findet wie ganz viele andere. Mein Geschmack hat es halt leider nicht zu 100% getroffen. Und dann dachte ich, packe ich noch so ein Jugend-Fantasy-Buch mit ein, und zwar ist es Die Weltportale. Ich hatte das angelesen, hat mich aber leider nicht so überzeugen können und deshalb habe ich auch das hier aussortiert. Hier geht es um Eleonora und Eleonora ist eine Tochter eines Magiers und ihre Mutter ist eine Elfe. Die Elfe ist unter den, oder die Elfhände sind unter den Magiern nicht so gern gesehen. Sie werden eher so als arrogant abgestempelt. Liegt aber auch einfach daran, dass sie sich sehr zurückgezogen haben aus der magischen und Menschenwelt und da kaum etwas über sie weiß. Eleonora darf jetzt auf eine Art Internat für magische Wesen gehen. Oder eben auch, da gehen auch Menschen zur Schule, die quasi was über Magie lernen wollen. Dort versucht sie quasi mehr über sich selbst und über ihre Kräfte zu lernen. Es hat einen angenehmen Schreibstil und ich mochte auch Eleonora, was für ein beknackter Name. Jedes Mal bin ich beim Lesen drüber gestolpert. Wahrscheinlich habe ich es deswegen aussortiert und abgebrochen. Nein, Spaß beiseite. Also, Eleonora ist eine ganz nette, zauberhafte Frau, junge Dame, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber der Funk ist einfach nicht übergesprungen, deshalb darf es jetzt auch ausziehen. So, das war quasi mein Unpacking des Wander-Booktube-Pakets. Wenn ihr wissen wollt, was die beiden Mädels, und zwar Anja und Maike von Book Friends Forever sich ausgesucht haben, an die schicke ich nämlich dieses Paket. Dann verlinke ich euch ebenfalls ihr Video hier unten unter i. Und wie gesagt, unten in der Infobox sind alle Mädels, die mitgemacht haben, auch in der richtigen Reihenfolge. Da könnt ihr gerne einmal durchgucken. Vielleicht entdeckt ihr den einen oder anderen neuen Kanal. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir gerne auch mal unten in die Infobox, welches Buch ihr euch ausgesucht hättet. Genau, und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!